Hallo zusammen, heute möchte ich euch gerne meine Bücher für den Monat April zeigen, die ich gerne lesen möchte. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, auch ein bisschen abgestimmt auf die Challenges, die ich habe oder an denen ich teilnehme. Und ja, legen wir mal gleich los, würde ich euch gerne die Bücher zeigen. So, als erstes, nee, das ist falsch, weil ich lese nämlich gerade ein Buch. Und zwar bin ich gerade dabei zu lesen von Mary Lou, The Young Elite. Das ist ein Auftakt einer neuen Reihe oder Trilogie der Autorin. Mary Lou wird dem einen oder anderen bekannt sein von der Legend-Trilogie. Die seht ihr ja hier im Hintergrund. Von der Legend-Trilogie war ich ja jetzt nicht so mega angetan. Aber dieses Buch vom Klappentext her sagt es mir richtig, richtig zu. Hat so ein bisschen Fantasy-Elemente und historische Aspekte, weil es spielt um 1300... Kleiner Mann, was machst denn du da? 1300 irgendwas und ja, das Buch auf jeden Fall. Der Auftakt, ich habe jetzt 30, 35 Seiten gelesen, gefällt mir richtig gut. Dann, was in eine Challenge reinpassen würde, und zwar von Julie Kagawa, Unsterblich, Tor der Nacht. Das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Ja, wie heißt sie nochmal? Ach ja, genau, Blood of Eden-Reihe, genau. Das ist der zweite Teil und ja, würde halt in eine meiner Challenges gut reinpassen, lies einen zweiten Teil einer Reihe oder Trilogie. Wird auch eine krasse Aufgabe, weil hat auch fast 550 Seiten das Buch und ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann, weil im März habe ich es schleifen lassen, würde ich natürlich gerne mit der Harry Potter Challenge weitermachen. Und zwar ist dann dran Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ist Teil Nummer 3. Dann ist eine Aufgabe, lies ein rotes Buch für die Regenbogen-Challenge im Monat April. Und da habe ich mir jetzt rausgesucht, was ich auch als zweiten Teil benutzen könnte, wenn ich das andere jetzt nicht schaffe zu lesen oder je nachdem, was noch dazwischen kommt. Die Auserwählten in der Brandwüste von James Dashner ist der zweite Teil der Maze Runner Trilogie. Den dritten habe ich in dieser Version leider nicht, also den habe ich noch gar nicht. Ich war eigentlich auch nicht so heiß drauf, jetzt das weiterzulesen. Also schon irgendwann, habe aber jetzt im März mit Hase zusammen den ersten Teil als Film gesehen und habe gedacht, ja, würde es eigentlich schon gerne wissen, wie es weitergeht. Die Bücher in der Version gibt es ja nicht mehr, habe ich damals als Mängelexemplar bekommen im Chicken House Verlag. Und dadurch, dass das Papier hier auch so dünn ist und alles, kommen wir da hoch auf 482 Seiten auf jeden Fall. So, dann zeige ich euch schon vorab, werdet ihr auch nochmal in meinem Neuzugänge für April sehen, habe ich als Rezensionsexemplar erhalten von Megan Spooner Skylark, Der eiserne Wald. Habe ich vom Heine Verlag zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplar. Megan Spooner dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, der auch auf Englisch liest, von dieser Trilogie. Da ist sie ja auch Co-Autorin zusammen mit Amy Kaufmann. Das Buch habe ich leider auch noch nicht gelesen. Wird auch alsbald rankommen, weil jeden Monat ein englisches Buch, ne, habe ich mir ja vorgenommen. Und ja, hier geht es um die 15-jährige Lark, die irgendwie in einer perfekten Welt lebt, von eisernen Mauern umgeben. Und eines Tages beschließt sie, die Welt draußen herum zu erkunden und sich dann somit einem neuen Leben zu stellen, sich auf Abenteuer zu begeben und dürfen wir sie dann dabei begleiten. Das hat auch 446 Seiten. Und dann als zweiten Teil, was auch, ich sehe es als rot an, es könnte auch orange sein, aber es hat einen großen Rotanteil, weil sonst habe ich diesen Monat richtig, richtig Schwierigkeiten, ein rotes Buch zu lesen. Percy Jackson im Band des Zyklopen im Carlsen Verlag von Rick Riordan. Das Buch hat
irgendwas um die 325 oder 330 Seiten. Und ja, kann ich dann für die Challenge auch als zweiten Teil einer Reihe benutzen. Und ja, genau. Mal sehen, welches Buch mir dann irgendwie im Monat April jetzt noch dazwischen kommt. Und ja, das sind auf jeden Fall die Bücher. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Die Bücher alle zusammen, die ich gerne lesen möchte. Und ja, dann sagt mir doch mal, welche Bücher möchtet ihr gerne im April lesen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke und tschüss.